Für viele von uns sind schmaler werdende Lippen im Alter ein Problem. Und so sehen sie aus, wenn sie füllig sind. Ja, große Frage. Wie kann man schmale Lippen im Alter fülliger schminken? Wenn euch das interessiert, das kommt jetzt. Ich beginne jetzt hier mit dem Lip Scrub von Alverde. Und zwar ist das ein Produkt, was die Lippen weicher macht und die Lippen peelt. Das kommt jetzt hier komplett auf die Lippe. Ja, ihr verreibt es komplett. Da sind so kleine Partikel drin, die jetzt die Haut, also auf der Lippe, peelen. Dann nehme ich das wieder ab und habe also schon eine deutlich weichere Lippe. Das kann man auch mit einer Zahnbürste machen, aber wie gesagt, das ist ein ganz schönes Produkt. Schmeckt so ein bisschen nach Kirsch. Und das ist der Beginn. Dann gehe ich hin, das gibt es von Trend It Up, ein Lip Voluminizer. Das ganze Produkt ist mit Chili und Hyaluron. Das gebe ich mir auf die Lippe. Passt auf, dass es nicht an eure Zunge kommt, denn es brennt schon ganz schön, weil das gibt natürlich jetzt Volumen. Das bleibt ein bisschen auf dieser frisch gepeelten Lippe, auch so etwas über den Lippenrand drüber. Ganz kurze Zeit warten und dann nehme ich das wieder ab. Denn in der Zeit blustern sich die Lippen etwas auf und das ist schon mal der erste Schritt dafür. Um Lippenvolumen zu bekommen, braucht ihr natürlich auch eine schön gleichmäßige Lippe. Da gibt es von Inglot, also hier einen durchsichtigen weißen Lippenprimer. Das Gute daran ist, dass er euch auch gleichzeitig rund um die Lippen, wenn ihr das jetzt hier malt, eine viel bessere Fläche schafft. Denn es ist so, dieses Produkt glättet etwas die Fältchen auf dem oberen Bereich der Lippe, macht natürlich auch die Lippe so schon glatter und ja, vergrößert auch schon mal ein bisschen. Ich gebe das jetzt mal drauf. Nehme hier mal meinen Spiegel auf die Lippe. Jetzt um die Lippe, über die Lippenfältchen. Und wenn ihr das nacheinander gemacht habt, dann merkt ihr schon, das fühlt sich ganz, ganz glatt an. Das kribbelt auch noch so ein bisschen. Die Lippe, die wird größer, die wird glatter und das ist natürlich schon eine super, super Basis. Ich gehe nochmal einmal hier mit den Fingern drumherum. Es ist jetzt ein bisschen schwierig für mich hier zu sprechen, weil wenn ich natürlich an der Lippe arbeite, geht das nicht so gut zusammen. So, jetzt möchte ich euch zwei Alternativen vorstellen. Wenn ich professionell arbeite, dann nehme ich sehr, sehr gerne die Produkte von Charlotte Tilbury. Das ist natürlich eine Riesenanschaffung und die Frage ist, möchte man das? Kann man das? Geht es nicht auch mit Produkten, die ein bisschen günstiger sind? Und ich habe mir heute für euch ausgedacht, dass ich also das ganz professionell mit einem High-End-Produkt schminke, euch aber entweder unten in der Infobox oder aber ganz schnell das alternative Produkt aus der Drogerie dazu halte, sodass ihr für euch entscheiden könnt, was benutze ich? Möchtet ihr High-End oder möchtet ihr Drogerie? Denn das wird mich mal wunderbar also interessieren, mit was schminkt ihr euch zu Hause? Gebt ihr Geld aus für bestimmte Produkte oder wollt ihr lieber eine Alternative, die ein bisschen günstiger ist? Ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, es würde mich wahnsinnig interessieren. Der Klassiker schlechthin ist hier, ihr seht, der ist schon ziemlich genutzt, der Charlotte Tilbury Lip Liner und zwar in der Farbe Pillow Talk. Da male ich mir jetzt komplett die ganze Lippe aus. Hier achtet bitte darauf, dass ihr noch nicht über die Lippe malt. Wichtig ist bei der Lippe auch, dass ihr von außen nach innen malt. Das gibt sowieso auch ein bisschen mehr Volumen. Als zweites nehme ich jetzt einen Lippenstift. Die Alternative wäre jetzt gewesen die 420 von Trend It Up. Den könnt ihr auch benutzen. Charlotte Tilbury, der Lippenstift, der ist sehr schön geschmeidig, den auf die komplette Lippe auftragen. Aus der Drogerie könnt ihr Trend It Up die Nummer 025 verwenden. So, dann aufgepasst. Es gibt jetzt von Kate den Nude Lippenstift. Den gebe ich mir in die Mitte. Dieser hellere Ton ist ein Ombre-Look und lässt die Lippen in dem inneren Bereich voller erscheinen. Die Alternative aus der Drogerie. So, dann nehme ich den Icon Nude. Das ist also ein bräunlicher Lip Liner und da zeichne ich mir einen 3D-Effekt.
Das heißt also, ich umrande jetzt komplett noch einmal die ganze Lippe und gehe, übermale so ein bisschen diese gesamte Lippenform. Aber jetzt nicht großzügig, sondern ich gehe jetzt wirklich an dem Lippenrand unten und oben entlang in dem äußeren Bereich. Seht ihr das? Dann entsteht hier so ein 3D-Look. Und jetzt kommt der Hack, die Lippen zusammenpressen und hier oben eine gerade Linie zeichnen. Seht ihr das? Das sieht schon viel, viel voller aus. Und um das Ganze dann zu krönen, nehme ich mir hier noch einen Lipgloss und gebe mir das in diesen Bereich. Und zwar hier tupfe ich das auf die untere Lippe in der Mitte und tupfe mir das oben am Lippenherz. Dann nehme ich den Finger. So, und ich denke, man kann es wirklich sehen. Die Lippen sind viel, viel voluminöser. Ja, meine Alternativen, ich nehme sie mal gerade hoch, verlinke ich euch auch. Und ihr entscheidet, ob ihr das Ganze High-End oder mit der Drogerie machen möchtet. Und mein letzter Hack für die Lippen, einmal mit dem Wattestäbchen hier entlang. Und hier entlang, dann bleibt nämlich nur der obere und untere Bereich. Ja, da sind sie, meine fülligen Lippen. Ja, aufspritzen, wie gesagt, lohnt sich nicht immer. Wer das nicht möchte, es gibt so viele Tipps und Tricks. Ja, wenn euch auch interessiert, zum Beispiel ein Video von mir, wie ich meine Augenbrauen färbe, dann schaut doch gerne mal rein. Ansonsten sage ich Tschüss, ihr Lieben, bis ganz bald.